Na Leute, bereit für Welt 3? Willkommen zurück zu Super Mario Galaxy 2. Und was sehe ich denn da? Eine riesen Wasserrutsche, da muss ich hin. Oh Leute, ich war schon so lange nicht mehr in einer verdammten Therme oder in einem Schwimmbad, das ist so lange her. Und leider sind auch aufgrund von Corona Seezugänge und Co. leider gesperrt gewesen. Oder generell das Rausgehen halt, hat man halt vermieden. Leider. Fand ich eh nicht so prickelnd, um ehrlich zu sein. Moment. Okay, das war so nicht geplant. Ja, hier sind auch noch Sternteile drin und das reicht jetzt aber mal. So, die Reitkröte. Naja, das... Wie gut, dass das vorne entweicht. Okay, ich wollte jetzt eigentlich auf... Aha, okay, meine A-Taste scheint beschädigt zu sein. Aha. Interessantes Areal, muss ich auch sagen. Okay. Schluss mit lustig. Wir machen das jetzt einfach mal so. Und dann schnappt uns hier die Frucht. Na? Yoshi, frisst du oder seit wann magst du kein Obst? Seit wann sind wir die Fleisch, Digga? Okay, und was isst du am liebsten? Yoshi-Eier. Okay, ich bin mal raus, ne? Yoshi frisst Yoshi-Eier. Skandal! Wollt ihr mich verarschen? Du blöder Goomba! So, und jetzt werden wir einen perfekten Landeanflug machen. Komm! Wie kann das eigentlich passieren, hä? Weil ich drücke eigentlich auch A. Wie sich der so aufblasen kann? Das ist schlimmer als so ein paar Bekannte von mir. Es ist dort unten. Los. Weg da. Also ich kenne ja so manche Leute. Die blasen sich ja wirklich schlimm auf. Aber da gibt es einige Exemplare dabei. Da
kommst du nicht drum rum, denen eine ins Maul hauen zu wollen. Jo. Was für eine aufgeblasene Kröte. Also so geht's nicht, Yoshi. Du musst dringend ein Anti-Ego-Training machen, so wie du dich aufbläst. Das geht gar nicht. Vor allem, wir haben jeden dritten Part ungefähr eine Welt durch. Vor allem, es kommen gewisse Dinge nicht, die ich eigentlich erwarte. Noch ein hungriges Mal mehr zu stopfen. Sag mal, Alter, wie soll ich mir denn das leisten? Du solltest dich drum kümmern, Alter. Der Scheißkerl, der frisst mir den ganzen Kühlschrank leer. Steig einfach in die Röhre da drüben und mach endlich mal einen Job. Bestell von mir aus Pizza oder mach ihm das. Wir sind im vierten Quadranten der Andromeda-Galaxie. Also beweg deinen Arsch, Mann. Ja. Der macht Stress. Also das Geisterhaus mache ich heute nicht. Das ist mir ehrlich gesagt heute zu viel. Die große Baumrutsche. Ah, ja, genau. Da gibt es auch einen ziemlich heftigen Sonderstern. Den können wir allerdings jetzt noch nicht machen. Und diesmal gibt es leider keinen Yoshi. Wundert mich auch nicht. Wer mag die Kröte denn schon? Ich weiß, es gibt jetzt sicher wieder ein paar Yoshi-Lover. Aber, nee. Warte, ich nicht. Also, es ist so eine Hassliebe. Ich mag ihn eigentlich als Charakter. Ich mag ihn nur nicht in Smash Bros., Mario Kart und Mario Party. Weil er immer betrügen muss. Holy shit, Alter. Achso, ja, richtig. Ich kann ja auch bremsen, ich Idiot, sondern vielleicht das mal auch ausführen, ne? Alter, das ist sehr urschnell. Nee, Spaß, also ich habe schon wesentlich Schwierigeres mitgemacht. Das Einzige, was hier wirklich schwer werden kann. Ist die Tatsache, dass es hier einen Meteor gibt. Nee, jetzt habe ich verraten. Ja, okay. Die meisten werden sie schon kennen. Fuck. Hallo, A-Taste. Entschuldigung. Womit wir den nächsten Tod hätten. Im Übrigen, ich blende euch ja die Tode mit Absicht unten ein. Damit ihr mitzählen könnt. Also bei 15 Toten... Weiß ich nicht, was dann passiert. Okay, das ist... Aber auch wirklich scheiße. Aber 2000 Jahre später. Okay, das muss man tatsächlich schon früher ansteuern. Wenn man das haben will. Aber an und für sich ist diese Rutschbahn auch nicht so schwer. Also wenn man ein bisschen vorausschauend herumfährt, ist okay. Ja, okay, es kann lästig werden, das gebe ich selber zu. Vor allem, wenn er die A-Taste nicht akzeptiert, aber da kann ich, wie gesagt, nichts dafür. Traumatisiert möchte ich es nennen. Oh ne, wäre das Ziel gewesen! So, und hier hinten ist was? Ein Hopp. Dun, dun, dun. So, man muss jetzt mit diesen, Kuchenbirnen-Heine sprechen. Ich weiß nicht, wie ich ihn nennen soll. Also, das sind lächerliche Tode hier. Aber sie zählen auch dazu. Also, ich habe noch ungefähr 9 Tode. Ab dem 16. Tod werde ich bestraft. Wenn nichts Gescheites dabei rauskommt, also vielleicht lasse ich das meine Moderatoren bestimmen.
was als Bestrafung gut ist und was nicht. Weiß ich noch nicht. Werde ich später machen. Also, hier ist ein kleiner Porkubik gebracht. Ist der Tortenschädel? Nein, es ist der. Okay. Irgendwie erinnert mich die Form auch an was. Als wenn du von so einem Kuchenblech die Kante raus, also die Ecke rausschneidest. Die ist bei meinem Blech nämlich auch meistens gerundet. Ich liebe ja Kuchen. Also, ich mag an und für sich wenig Süßes. Also, ich bevorzuge auch Bier vor Cola, Mineralwasser vor allem. Also, mein Lieblingsgetränk. Super prickelnd, also sehr stark prickelndes Mineralwasser. Das ist das beste Getränk für mich. Also gibt nichts Geileres für mich. Mineralwasser rettet Leben. Bei mir. Es ist gesund, es. Und ich bin kein Fitnessfreak, weil ich das jetzt meint. Also, bei Gott nicht. Wobei eigentlich auch falsch. Ich hab keinen, glaub mir. Ich habe keine Glauben. Also bei Gott ist es ein bisschen falsch. Beim 1193er. Leute, die es verstehen, werden es wissen. Denn viele von euch wissen ja, dass ich für die Lopfer tätig bin. Wow! Okay, Leute. Ich muss ihn zählen, aber eigentlich will ich ihn nicht zählen. Weil das war definitiv Betrug. Es hätte jetzt nur noch gefehlt, dass Mario genau so aufsteht, dass ich getroffen werde und deshalb runterfalle. Warum sagt mir eigentlich keiner, dass ich den Trottel unsichtbar machen kann? Nein, geht sich nicht aus. Schade, aber egal, ich habe zwei Leben dazu gewonnen. Ich möchte nur gerne wissen, wieso er hier in diese Richtung weitergerannt ist. Weil eigentlich Mario nicht. Der Charakter ist, der gerne rutscht. Oh oh. Ach du Scheiße, Mann, was war das? Boah. Es ist ein noch größerer Schock, als zu erfahren, dass es das Christkind oder der Weihnachtsmann gar nicht gibt. Und im Übrigen, ihr könnt hier ruhig den Longjump gerade ausführen. Ich weiß, dass das nicht fair ist, aber ich mach's trotzdem. Und macht euch keine falschen Illusionen, ihr schafft das mit dem Long Jump nicht. Nein, 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 nein! Ich hasse diese Geister! Das ist und bleibt die niederste Kreatur in Super Mario Galaxy 2! Ich habe jetzt schon fast 10 Tore und ich habe noch nie mal die schlimmste Galaxie erreicht. Wegen Bugs und wegen sonstigem Scheiß, für den ich nicht mal verantwortlich bin. Mann! Ich weiß, ich reg mich hier schon wieder zu sehr auf. So. Und jetzt, wenn wir das Ganze hier mal richtig angehen. Und ich hasse diese Scheißgeister immer noch. Verpisst euch. Warum kann man die nicht töten? So nutzt das die Viecher. Ah, ja, jetzt kommt das Schwierige dran. Diese Frucht erlaubt einem, dass man den Boden sieht und betreten kann, den man eigentlich nicht betreten kann.
Ist etwas schwer zu erklären. Aber, ja. Lässt sich auf jeden Fall. Ja, Die Steuerung mit Yoshi ist nur sehr, gewöhnungsbedürftig und... Ach ja, bevor ich es vergesse und nichts sage in dem Part, ihr müsst als Unterlage diese Frucht gegessen haben, sonst fallt ihr durch den Boden. Ihr könnt nicht auf dem unsichtbaren Boden stehen, er muss optisch sichtbar sein, sonst fallt ihr ins Jenseits. Ich habe keine Ahnung, bei wie vielen Toten wir im Moment sind, auf jeden Fall zu viel. Und jetzt kann ich schon wieder so ein Gar mit Lummer durchfüttern. Luigi! Hey, Alter, drei mal noch zu raten! Ich helfe dir, drei Powersterne zu suchen, Mann! Also sprich mir einfach an, wenn du mich in der Galaxie da draußen treffen solltest. Dann bin ich an der Reihe, das Universum zu retten! Ja. Geht mir das auf den Keks. Ja, man kann später auch auf Luigi wechseln. Das wird noch kommen. So. Wir werden... hoffentlich so viele Sternenteile haben, dass wir den Idioten hier füttern können. Boah, das geht sich aber ganz knapp aus. Also ich hab's ja schon angeprangert. Wir werden viele Sternenteile brauchen. Und das ist auch heute der letzte Stern, den wir machen. Beziehungsweise, wisst ihr was, ich mache den Part halt doch mal kürzer. Die letzten waren ziemlich lang. Machen wir es doch einfach so. Ihr seht noch, welche Welt das ist und wir sehen uns den nächsten Part direkt in der Welt. Hm, ist das ein Deal? Ja. Oder? Okay, lasst mich mal kurz nachschauen. Hier. Ja, ich möchte eigentlich im nächsten Part möglichst weit kommen. Die hier machen wir noch. Die ist, soweit ich weiß, eh recht schnell. Tick, 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 Silbersterne. Die ist, soweit ich mich erinnern kann, sowieso einfach. Es sind ja viele von den eigentlichen Sternen, die der Garmin Luma hat. Sie sind nur zusätzlich und nervig. Ja, und auch der Controller. Gibt hier Geräusche von sich. Hopp. Ja. Also wenn man sich hier nicht allzu dämlich anstellt. Dann kann man das hier auch in ein paar Minuten durchscalen. Also. Soweit ich weiß, bleibt doch jetzt das Ganze hier stehen. Oder nicht? Ja. Das hat jetzt gerade mal eine Minute gedauert, also das ist so ein richtiger Abschlussstern. Wenn du nichts anderes mehr hast, dann gehst du das hier an.
So. Und das war's auch mal wieder. Ciao und bis zum nächsten Mal. Thank you.